Ja, moin, herzlich willkommen zu Harrys Schmiede. Ja, ein kurzes Informationsvideo, Update hier zur Werkstatt, was anliegt, welche Projekte, warum gerade keine Videos kommen. Ja, wen das nicht interessiert, einfach direkt ausschalten. Genau, ansonsten fange ich jetzt mal an. Ja, wie gesagt, das ist ja die neue Werkstatt hier. Ich mache das jetzt hier mal freihand mit dem Handy einfach mal. Ja, die Elektrik ist schon mal von draußen nach drin gekommen, zumindest die alte Elektrik, der alte Kasten. Ob der jetzt reicht, müssen wir mal sehen. Aber das werden wir dann sehen, wenn alle Strippen hier hängen und ob die da drin Platz finden. Ja, Wasser ist ja mittlerweile, hatte ich ja auch schon, Wasser läuft, also da ist auch schon ein Waschbecken. Aber hier, wo es nicht gemalt ist, kommt ja die Toilette mit Urinal auch. Aber hier geht es jetzt noch nicht weiter, wie gesagt, weil ich gerade aktuell bei der Elektrik bin. Ja, auf der anderen Seite hier, wo nicht gemalt ist, hier kommt ein kleiner Aufenthaltsraum. Ja, hier unterliegt Holz schon für die Außenwände. Ja, hier ein kleines Projekt. Das habe ich jetzt aus Zeitgründen einfach nicht gefilmt. Ja, ich kann jetzt während des Films die Kamera nicht drehen, sonst wäre das ein bisschen einfacher. Ja, derjenige, der das bekommt, der hat hierfür eine Quarzglasschale, also Quarzsandglasschale. Das ist eine richtig fette Glasschale, mit so, die ist richtig dick. Das ist auch so weiß-milchig. Ich hoffe mal, er soll mir mal ein paar Fotos schicken, wenn er die mal in Betrieb hat. Ja, und hier oben Haken, dass er da einen Dutch-Ofen ranhängen kann. Also so ein, im Prinzip so ein Gusstopf. Genau, ja, wie gesagt. Ja, hier ist mal ein Herdeofen. Wie gesagt, hier neben dem Bad, da kommt nachher noch, kommt ja das Bad und dann kommt hier noch ein, also hier kommt der Waschplatz für die Messer später, für Messerschmiedekurse. Genau, ja, so eine alte Küchenhexe habe ich jetzt noch, aber ob ich die anschließe, weiß ich noch nicht. Ja, hier habe ich ein paar neue Klötze für die Ambosse. Also da ist mein 80 Kilo Amboss. Draußen habe ich noch einen stehen und mein 150 Kilo Amboss steht ja drüben. Genau, andere Seite, da sind jetzt schon mal Verteiler, da kommt dann Bohrmaschine, Drehmaschine. Die Drehmaschine von, die steht ja aktuell bei mir zu Hause, da kommen dann wahrscheinlich auch noch mal ein paar Videos, konventionelle Drehmaschine. Ja, wie gesagt, die Esse hatte ich jetzt vom Kollegen bekommen hier. Ist halt auch eine alte Kohleesse mit Gebläse. Muss natürlich alles angeschlossen werden. Sack Kohle noch, aber die ist auch trocken, alles gut. Ja, hier auf der Seite habe ich hier die kleine Säge, die ich auch noch restaurieren will. Die kriegt noch einen anderen Tisch, einen höheren Tisch, weil wenn man mal dünne, kleine Materialien hat zum Absägen, das geht einfach schneller. Aber es ist halt eine schöne, schöne Kappsäge. Ja, der alte Bandschleifer, den werde ich noch umbauen. Drüben habe ich ja noch den anderen. Genau, und hier jetzt, das kann man schlecht zeigen, ne? Also wie gesagt, da ist ja nachher der Haupteingang. Hier steht die Säge und hier an der Wand kommt Materiallager. 6 Meter habe ich jetzt so gemacht. Hier kommt dann auch noch vernünftig eine Rollbahn. Wie gesagt, da liegt ja schon Material auch für einen Auftrag. Genau, hier ist dann halt Schweißecke. Ja, ist schon wieder wie bei deinem totales Chaos. Ihr seht ja, wie die Werkbank aussieht. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal hier so ein, in Anführungsstrichen, French Cleat Brett. Da habe ich auch noch 2 stehen. Weil sonst habe ich immer hier aus dem Werkzeugkasten. Aber da ich jetzt nicht mehr so Geländer und Montage und sowas machen will, wird das mal alles da vernünftig an die Wand kommen. Flexscheiben, das wird dann alles ein bisschen ordentlich gemacht. Genau. Ja, wie gesagt, die Werkbank, die da steht, also da hinten kommt die Drehmaschine. Dann kommt da Bandschleifer, Bohrmaschine und die Werkbänke, die, also ich habe hier noch eine, die kommen dann wahrscheinlich hier in der Mitte, weil da vorne soll ja Schmiedebereich sein, in der Mitte, da wo jetzt der Balken steht. Also der Balken, da kommen die in der Mitte, die beiden Kohle essen. Da an der Seite habe ich ja den Gasanschluss, da kommen dann die Gasessen. Genau. Ja, wie gesagt, dann habe ich halt noch ein paar andere kleine Projekte. Da eine Ecke, das werde ich dann auch wieder filmen. Ja, hier steht dann noch der Bulli, da soll es demnächst auch mal weitergehen. Und hier steht das Kettenfahrzeug. Ja, meine Auftragwand, die muss auch noch irgendwo hin.
Die beiden, die gehören nicht hierzu. Das ist noch wieder für ein anderes Projekt. Aber es steht jetzt hier drinne. Wie gesagt, hier drin ist natürlich noch einiges zu tun, aber ich sag mal, primär jetzt erstmal diese Woche, nächste Woche Elektrik fertig machen. Denn der Schornstein für die Schmiedeesse, das werde ich vielleicht auch wieder filmen, mal sehen. Ist auch schon alles besprochen. Oh, genau, auf jeden Fall, wie gesagt, ihr seht ja, es ist Chaos, es ist viel zu tun. Deswegen kamen jetzt auch lange keine Videos, weil ich jetzt teilweise, nebenan ist ja die andere Werkstatt. Ich habe dann immer, ja, zweigeteilt ist total ätzend, fehlt immer Werkzeug. Bin hier nur am Hin- und Herlaufen. Aber es wird demnächst gut. Wie gesagt, auf jeden Fall. Ja, es soll dann auf jeden Fall auch am Kettenfahrzeug weitergehen. Und Messer schmieden. Genau. Ja, ich hoffe, ja, wenn ihr Fragen habt, immer gerne in die Kommentare. Ich versuche auf allen zu antworten. Weil, wie gesagt, einige hatten gefragt, wann es am Kettenfahrzeug weitergeht, wann es überhaupt weitergeht. Ja, wie gesagt, also Elektrik. Schornsteine für die Kohle essen, wobei ich auch mit dem Gas essen arbeiten kann. Und die Toilette für Kunden muss noch fertig. Mal sehen, was ich davon noch jetzt als Video verarbeite. Aber ich, wie gesagt, so kleine Projekte, die mussten jetzt erstmal fertig. Deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit nichts gefilmt. Jo, jo, jo. Ja, abonnieren nicht vergessen, liken, teilen, weiterempfehlen. Bis denn. Ciao.